Hallo und herzlich willkommen, ihr Trucker da draußen. Willkommen bei Truck Nation und in Podcast Nummer 2 hier für Update Nummer 3. Bevor wir in Update 3 direkt reinstarten und gucken, was für neue Features uns die Programmierer reingebaut haben, möchte ich ganz kurz herzlichen Glückwunsch zu den Gewinnern des letzten Gewinnspiels, des Updates Nummer 2 im Podcast Nummer 1, nun dementsprechend ankündigen. Da ich jetzt mit dem Namen nicht so habe, habe ich mir einfach mal diese kleine Liste gemacht und lese einfach daraus vor. Von YouTube, der gute Inko121. Von Facebook, der gute, wie schreibt sich das, oder wie liest sich das, Resnietzrednaxella. Ihr könnt es auch lesen, ich habe es auch noch mal reingeschrieben. Und der große Christian Schmoll haben alle ein Fanpaket von uns gewonnen, mit entsprechend T-Shirt, Kappe, Lanyard, das ist in dem Fall sowas jetzt wie ein Schlüsselanhänger, ich habe es gerade nicht dabei, fällt mir gerade ein. Und das bekommt ihr definitiv geschickt, wenn ihr unter diese Adresse hier unten, da eingeblendet, bitte jetzt dann eure Adresse und schickt. Das Ganze bitte innerhalb von einer Woche. In Update 3 gibt es wie gesagt wieder eine ganze Menge Features, die euch erwarten. Darunter ist unter anderem auch eine schöne Option, um jetzt eurer Gesellschaft Bescheid zu sagen, wann sie was genau machen soll. Das heißt, wenn ihr als Gesellschafter oben links mal auf eure Gesellschaft klickt, dann habt ihr dazu ein kleines neues Icon, wie so einen kleinen Pen, also einen kleinen Stift, da könnt ihr dann reinschreiben und sagt zum Beispiel, hey Leute, wir brauchen noch 4 Spenden, um unsere große Basis auszubauen, macht das doch bitte. Die anderen Mitglieder sehen das unter anderem natürlich auch dort oben links in der Ecke, wenn sie auf Gesellschaft klicken sollten. Aber sie sehen es auch oben in den Widgets. Das ist dann hier so, ja, dieses kleine Ding, wo auch eure Tagesabrechnung und so weiter drin sein sollte. Ein richtig cooles Ding sind die Tooltips in den Multiplikatoren bei den Fahrten. Das heißt, wenn ihr euch Jobs raussucht, um es mal so rum zu erklären, könnt ihr jetzt mit der Maus darüber fahren und könnt dort gucken, hey, wie viel Kohle kriege ich eigentlich theoretisch, nicht mit Abzügen vom Auto und so weiter anzurechnen, aber wie viel kriege ich Geld eigentlich da heraus? Die Äras. Wir haben ja alle 2 Wochen eine neue Ära oder eine neue Epoche, je nachdem, ob man Englisch oder Deutsch spielt. Und hier ist es immer ganz, ganz wichtig darauf zu achten, dass jedes Mal, wenn wir eine neue Ära starten, natürlich nicht nur neue Jobs da sind, neue Trucker da sind und entsprechend auch neue Locations aufgemacht werden, sondern in der Lotteriebude gibt es auch neue Sachen zu errubbeln. Um das ein bisschen zu beschleunigen, denn ich selber bin ein großer Rubbler, nicht das, was ihr denkt, sondern dementsprechend natürlich Lotterielose, kann man jetzt einen Button benutzen, um das Ganze schnell aufzudecken. Also man kann wirklich so klick, 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 klick machen. Zeige ich euch aber auch gleich. Und wisst ihr was, bevor ich hier noch 10 Tage dran rumrede, kommt einfach mit ins Spiel. Aber guckt bis zum Ende, denn da gibt es noch was für euch. Okay, mitkommen, los geht's. Und da sind wir auch schon wieder im Spiel, im Update 3, und ich zeige euch jetzt einfach mal, was wir unter anderem Neues im Spiel haben. Zum einen haben wir hier in unserer tollen Gesellschaft, den Rheinern Rowdies, oben unter Gesellschaft ein aktuelles Ziel, wo wir jetzt Sachen eintragen können. Ich klicke also einfach auf diesen kleinen Pen, den ich schon erwähnt hatte, und kann hier mit ein paar Zeilen zusammen etwas eintragen, was eben ganz, ganz, ganz wichtig ist. Das machen wir jetzt einfach mal weg, testweise, so, zack, Aachen Schrottplatz erobern und halten, Spenden nicht vergessen. Zack, das sieht natürlich jeder von meinen Mitgliedern auch hier an der Stelle. Aber auch hier oben links, wenn ihr es sehen solltet, in diesem Widget. So, sagen wir kurz hier, Epoche. Da, aktuelles Gesellschaftsziel, erster Aachen-Schrottplatz erobern und halten, Spenden nicht vergessen. Eine weitere kleine Neuerung ist die Tatsache, dass wenn man mal hier diese riesige Map anguckt, die es natürlich in Europa noch viel, viel größer gibt, das hier ist nur die Deutschlandkarte, seine eigene Stätte nicht mehr findet. Wenn ich jetzt sage, also hier Fahrer, ja, jetzt nehmen wir mal einen, der gerade keinen Job hat, zum Beispiel der hier, Auftrag, dann sieht man jetzt hier auf dieser großen Karte, ne, man kann hier so hoch und runter ziehen, dann sieht man die Karte im Hintergrund ja auch, ein kleines blaues Köln. Und Köln ist mein Zuhause. Das heißt, hier kann man immer direkt draufklicken und findet seine Heimatstadt wieder. Wenn das alles plötzlich grün ist, hat man keine Ahnung mehr, wo man eigentlich zu Hause ist. Es sei denn, man hat sehr gute geografische Kenntnisse. Ein weiteres Schmankerl an der Stelle ist unsere Umfragefunktion, die wir jetzt ins Spiel eingeführt haben. In diesem Fall extra von uns für euch, damit wir euer Feedback so schnell möglich rausfiltern können. Was ein Satz. Das findet ihr hier unten, hier oben, rechts unter Optionen. Und dann unten im Reiter Spielerumfragen. Der ist jetzt ausgegraut, das heißt, momentan habe ich keine Umfrage, an der ich teilnehmen kann. Bei euch dürfte es anders aussehen, macht es einfach mal. Ihr habt ein ganz simples System, 0 bis 10 könnt ihr entsprechend etwas ausfüllen, was euch besser gefällt oder weniger gut gefällt, sowie entsprechend spezielle Fragen, die ihr ausfüllen könnt im Fließtext. Reingehauen, wir sind ganz gierig darauf, was ihr so zu Truck Nation zu sagen habt. Da wir auch gerade eben schon von gesprochen haben, Aufträge und Häuschen finden und so weiter, bleibe ich mal kurz wieder bei den Jobs hängen. Die Jobs haben sich auch ein bisschen verbessert in der Richtung herauszufinden, welche Jobs eigentlich ertragreich sind. Wir haben jetzt immer hier diese schöne 7.200 Dollar Geschichte, 6.560 Dollar Geschichte und so weiter und so fort.
Unternehmen diesen Multiplikator. Und ich denke mir immer so, ah Mann, Mathe in der Schule ist schon so lange her, da kriege ich echt einen Föhn. Deswegen haben wir uns gedacht, hier einfach mit dem Maus jetzt drüber, Einnahmen pro Fahrt 20.608 Dollar. Eins drunter, 20.608 Dollar. Okay, aber eins nochmal drunter, 22.048. Also sprich, wir haben direkt den Multiplikator zusammen mit dem Verdienstgeld zusammengerechnet und dadurch habt ihr ein bisschen weniger Kopfschmerzen, wenn ihr damit da beim Berechnen seid, was eure besten Touren sind, mit welchen Verbindungen etc. Was wir auch gemacht haben, wenn wir gerade dabei sind, hier fahren gerade meine Trucks durch die Gegend. Du, schön rot momentan. Draufklicken. Der Tooltip ist größer geworden. Oh mein Gott, man kann ihn lesen. Ist das nicht toll? Und man kann hier diese Icons anklicken. Das ist richtig cool. Also ich kann jetzt zum Beispiel sagen, ja, hier, die ist recht müde. Klicken wir drauf. Zack, geht direkt ihr Profil auf. Und ich kann sagen, Pause oder nicht. Das geht noch nicht so einfach. Dennoch gibt es einige Aktionen, die ich machen kann, wie zum Beispiel Geschwindigkeitsüberschreiten oder Fahrer entlassen. Was man eben so gerne macht. Wie viele Strafen hast du eigentlich schon? Keine. Cool. Ist ein richtiges Engelchen. Und wenn wir schon dabei sind, fahren meine Trucks ja auch immer wieder mal Touren, die nicht mehr so ertragreich sind. Und es ist immer sehr, sehr nervig gewesen, die irgendwo zu finden zum Abbrechen, immer auf die Profile klicken. Nee, geht jetzt alles schneller. Ich klicke einfach aufs Büro, gehe unten rechts auf Fahrten und habe dann hier jetzt die Möglichkeit, auf der rechten Seite die Fahrten einfach abzubrechen. Außerdem seht ihr nochmal ganz klipp und klar, welcher Fahrer fährt eigentlich gerade welchen Auftrag oder welche Aufträge und könnt hier entsprechend besser die Jobleisten oder Listen verwalten. Eine weitere kleine Neuigkeit, die richtig cool ist, fürs allgemeine Wohlbefinden, ist in der Spedition versteckt. Zum einen ist das der graue Stern, der mir jetzt anzeigt, hey cool, dieses Gebäude habe ich maximal ausgebaut, da muss ich allerdings mehr dran rumfummeln. Und in der Lotterie der Button seiner Wahl. Ich kaufe mir jetzt einfach mal ein Los hier. Normalerweise rubbel ich jetzt hier. Also wir können das hier rubbeln, zack. Geht es sehr viel schneller, ihr habt es gesehen. Also ich bin jetzt einmal drüber gerutscht und es war schon fertig. Zum anderen habe ich jetzt einen Button zum Sofortaufdecken. Klicke ich da drauf, zack. Ist er direkt da. Gutschein auf Flieger. Super Geschichte. Denkt nochmal dran, ne? Man bekommt hier tatsächlich einige sehr schöne Bonus-Dinger, wie zum Beispiel den Bonus-Trucker. Also ich könnte jetzt hier nochmal. Was ist los? Ja, komm. Ja. Ah, weitere Typen. Na, komm. Ah, verdammt. Okay, aber immerhin, hey, Gutschein für einen Führerschein. Das ist definitiv auch viel, viel wert. Wenn man noch nicht alle ausgearbeitet hat, trainiert hat. Last but not least gibt es im Postfach jetzt die Möglichkeit, wenn man eine Nachricht bekommen hat, direkt auf denjenigen draufzuklicken. Und wenn man dann nochmal auf ihn draufklickt, nicht auf der rechten Seite, sondern auf der linken Seite, bekommt man direkt sein Profil aufgerufen. Sehr viel einfacher jetzt dementsprechend hier ganz kurz und knapp mit den Leuten in Kontakt zu treten und zu gucken, was können die eigentlich, was haben die eigentlich gemacht, wie viel Umsatz fahren die in der Regel. Das ist gerade für große Gesellschaften doch sehr, sehr praktisch. So Mädels, an der Stelle, das war's erstmal mit diesem Update 3. Es gibt noch viel, viel mehr zu berichten. Das guckt ihr euch aber einfach im Forum nach. Der Link ist jetzt hier nochmal eingeblendet. Ich würde mich freuen, wenn ihr noch dranbleibt. Es gibt jetzt am Schluss definitiv noch ein kleines Gewinnspiel an der Stelle mal wieder. Also dran geblieben und reingeguckt. Und wenn euch das Video gefallen haben sollte, Däumchen hoch, nicht vergessen. Bis dann, registriert euch, spielt Truck Nation und lasst uns wissen, wie ihr es findet. Bye bye, euer Ace. Und da sind wir auch schon wieder, gerade im Spiel gewesen, jetzt schon zurück, hier direkt live von der Kamera, beziehungsweise fast live von der Kamera. Und ich habe ja gesagt, am Schluss gibt es noch was für euch. Zweites Gewinnspiel. Es heißt nicht, dass es jedes Mal eins gibt, aber ich bin ein großer Fan davon. Deswegen sage ich mir jetzt, ich habe euch alle so unglaublich lieb und ihr seid super geil und richtig klasse und super Trucker. Und ich bin einfach stolz, euch als Fan begrüßen zu dürfen, wenn ihr neu seid oder eben als bestehende Fans nochmal willkommen zu heißen. Und deswegen schreibt in die Comments, ob auf Facebook oder YouTube ist ganz egal, ich mische das nachher so dementsprechend durch, eure Kommentare wieder rein. Dasselbe Thema wie vorher schon. Ich will es einfach wissen, was findet ihr jetzt an diesem Update besonders cool und warum spielt ihr Truck Nation so begeistert? Und von allen, die wir schreiben, gibt es dreimal 250 Platin zu gewinnen, damit ihr entsprechend gut Lose freirummeln könnt oder sonst was damit macht. Ganz egal, ist eure Sache. Bis dahin, CMAs, ich sage Tschüss und dann bis zum nächsten Mal, wenn wir uns wieder hier im Podcast sehen.